Topspiel an einem Samstagabend in Heidenheim. Der SV Werder Bremen zu Gast. Platz für Heidenheim. Dicke Chance und Pavlenka zum ersten Mal in dieser Partie dazwischen. Das Grün-Weiß in der momentanen Verfassung sowieso, aber auch sonst auch aus wenigen Chancen sehr viel machen kann. Guter Ball von Füllkrug für Bittencourt! Und dann springt der Ball noch raus. Hier, Füllkrug und dann eigentlich ein wirklich guter Abschluss von Leo Bittencourt. Weiser. Weiser mit Füllkrug und Müller. Nächste Parade von Kevin Müller. Agu. Agu. Füllkrug und Müller mit einer Riesenparade. Was für eine Reaktion von Kevin Müller. Schuss kommt und Tor. 1-0 Heidenheim. Kühlwetter. Mit einem Riesenschuss aus der zweiten Reihe. Und so führt Heidenheim nach rund 38 Minuten hier gegen Werder. Aber das war's dann mit den ersten 45 Minuten. Heidenheim führt hier dank seines Tores Christian Kühlwetter. Und jetzt die dicke Chance. Aber Pavlenka verhindert mit seiner Faust gegen Schimmer. Ah, schlecht von Jung. Dicke Möglichkeit, 2-0. Ein Fehler hinten raus sorgt dafür, dass Werder hier den nächsten Gegentreffer kassiert. Woltemade. Gut für Duxch. Duxch, zu spät kam dieser Ball, glaube ich, für Füllkrug. Sah nach Abseits aus, geht aber weiter. Uiuiui, das sieht nach einer roten Karte gegen Mann und Busch aus. War mir auf den ersten Blick nicht so aufgefallen. Ja, rote Karte gegen Mann und Busch. Und so heftig, wie es dann eben hier jetzt eben auch aussieht, habe ich so im ersten Moment überhaupt nicht wahrgenommen. Aber es gibt so die Chance für Werder. Es riecht sehr nach Duxch. Zentrale Position. Duxch. Duxch, Ball kommt und geht ins Tor. Werder ist wieder da. Nur noch 1-2. Ein klasse Freistoß von Duxch. Ja, und Duxch hinten. Da könnte was gehen für Werder. Duxch, Flanke kommt. Möglichkeit ist da. Aber eben über das Tor. Kopfballchance für Bittencourt. Und dann ist es vorbei. Der 1. FC Heidenheim von 1846 schlägt den SV Werder Bremen mit 2-1. Leo, 2-1 heute hier gegen Heidenheim. War das so ein Tag, so ein Scheißtag, wo wirklich alles gegen einen läuft? Gerade mit Marco, dann im Rückstand, dem Gegentor. Ja, gut, aber ich glaube trotzdem, dass wir gut ins Spiel gekommen sind. Haben sehr gute Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Heute springt er im Vergleich zu den letzten 10 Wochen halt nicht mal in den Pfosten rein, sondern geht halt raus. Was passiert, müssen wir jetzt abschütteln und weitermachen. Klar, ihm tut es weh, wenn immer ausfällt, dann Marco noch während des Spiels ausfällt. Aber ja, jetzt sind andere in der Reihe. Und jetzt müssen wir wieder die Woche hart arbeiten, weil nächste Woche wartet ein Konkurrent. Und dann können wir wieder Punkte gut machen. Und wir haben es noch in der eigenen Hand. Und jetzt sind eh die Spiele da, wo man sieht, wo die Messlatte hingeht. Boah, natürlich tut uns das weh, dass Ömer ausgefallen ist. Ich denke, dass wir so einen Ausfall auch als Mannschaft irgendwie versuchen müssen zu kompensieren. Klar, dann kommt Marco auch noch raus, macht die Sache jetzt nicht einfacher für uns, plus Fehlpass von mir. Ja, vielleicht war es an der Zahl so in Summe dann vielleicht einfach für heute zu viel für uns, wobei ich eigentlich der Mannschaft ja, gefühlt auch sowas zutraue, dass wir das auch irgendwie noch vielleicht in unsere Richtung biegen können, da irgendwie einen Punkt noch hier mitnehmen können, aber es hat, wie gesagt, heute leider nicht gereicht. Inwieweit würdest du sagen, haben wir uns heute in gewissen Teilen selber geschlagen? Ja gut, wenn man es 2-0 sieht, das passiert halt, das ist ein Fehler von Toni, weiß er selber, reißt man jetzt nicht den Kopf ab, weil es kann jedem passieren. Kommt trotzdem noch zurück und ja, heute hat es halt auch nicht zum Lucky Punch gereicht. Muss man den Heidenheim auch mal gratulieren, haben ein gutes Spiel gemacht und dann fährst du halt heute ohne Punkte nach Hause. Ich würde sagen, ja, zu einem sehr großen Teil, weil ich glaube, dass wir so viel Qualität haben, dass wir eigentlich gefühlt jedes Spiel bestimmen können, ohne jetzt überheblich zu klingen. Klar, wir sind sehr selbstbewusst nach der Siegserie. Ist uns nicht ganz gelungen, so das, was wir uns vorgenommen haben. Wissen, dass es sehr schwer ist hier in Heidenheim. Gehen dann
in Rückstand quasi in die Halbzeit, haben uns was vorgenommen. Und dann natürlich extrem bitter, habe mich sehr geärgert über den Fehlpass, den ich spiele, leite somit das 2-0 ein. Dann wird es natürlich auch nochmal schwerer für uns, um ranzukommen. Wir haben nochmal alles versucht, aber sollte nicht sein. Okay, trotzdem nochmal die Frage, was bedeutet dir das? Hat das irgendeine Bedeutung für dich, die Binde zu tragen? Ja, für so einen Verein Werder Bremen macht mich das schon stolz. Ich bin jetzt nicht der Typ, der immer darauf aus ist, Kapitän zu sein, weil ich sowieso meinen Mund aufmache, wenn es sein muss. Aber klar, die Mannschaft hat mich vor der Saison als Zweiten gewählt und schade, dass immer heute gefehlt hat. Aber dennoch gefällt mir der immer dann doch noch besser mit der Kapitänsbinde. Die Mannschaft und über dem Verein ist ja so ein bisschen auch immer diese ungeschlagene Serie geschwebt oder man hatte das vielleicht auch unterbewusst vielleicht im Hinterkopf. Inwieweit ist das jetzt so ein Ding, dass diese Ballast oder die Last vielleicht abgefallen ist? Boah, also früher oder später, ich meine, wir dürfen jetzt nicht durchdrehen, ja, weil wir ein Spiel verloren haben. Es ist natürlich immer so eine Sache, wie du ein Spiel verlierst. Ich denke, da war einfach mehr für uns drin, also generell so von der ersten Halbzeit, so Aggressivität, vielleicht noch die Präzision so nach hinten raus dann. Aber klar, jetzt ist dieses Kartenhaus irgendwie Serie eingestürzt. Lass uns versuchen, ein neues Kartenhaus zu bauen, eine neue Serie zu starten. Fehler jetzt erstmal analysieren, sacken lassen, ärgern heute und dann geht es dann auch Richtung Darmstadt schon.